OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. In Damme ist wieder Karneval. Karneval mit C wohlgemerkt und nicht mit K wie andernorts. Wieso diese eigentümliche Schreibweise nur eines von mehreren Beispielen für die enge Verbindung von Kirche und närrischem Treiben ist, darüber wollen wir in der heutigen Folge mit Pfarrer Heiner Zumdome sprechen und auch endgültig die Frage klären, wer in der Narrenrepublik Damensia die wichtigste Person ist, Prinz oder Pastor. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store. Ja, und zu dieser besonderen Episode, der Karnevalsepisode 2024, bin ich extra in den Südkreis gereist, genauer gesagt in die Pfarrgemeinde St. Viktor. Und ich habe mir Verstärkung geholt. Mein Kollege Klaus-Peter Lammert ist an meiner Seite. Moin, Klaus-Peter. Hello, Kaschen. Und wir nehmen jetzt gleich den Chef des Hauses, Pfarrer Heiner Zumdome, ins Gebet. Moin, Herr Zumdome. Moin, Herr Duzat, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in Damme mit einem kräftigen Damme, Helau, fast Abend. Herr Pfarrer, oder wie ich sehr gerne sage, Gottes Stellvertreter auf Erden in Damme. Es gibt, glaube ich, ein großes Problem in der Pfarrgemeinde und in der Stadt. Und zwar seit einem aufsehenerregenden Interview von OM Medien mit dem früheren Karnevalsprinzen Uli Finkemeier. Der hat doch auf die Frage, wer die wichtigste Person in der Narrenrepublik Damensia ist, tatsächlich geantwortet: Der Prinz steht über dem Dammer Pastor. Das sehen Sie anders? Natürlich sehe ich das nicht anders. Lieber Herr Lammert, lieber Klaus-Peter, ganz im Gegenteil hat Herr Finkemeier seine Majestät natürlich recht. In dieser Zeit steht natürlich der Prinz über dem Pfarrer und dem Bürgermeister und über allen Bürgerinnen und Bürgern dieser wunderschönen Stadt Damensia in der Karnevalszeit. Und von daher kann ich mich da gerne sogar in die zweite oder dritte Reihe eingliedern. Ganz im Gegenteil, ich bin ein großartiger Untertan und Fan des Karnevals hier in Damme und ordne mich sehr gerne in dieser Zeit auch der großen Tollität dann auch unter. Ich habe immer eher Angst, dass es, wenn es da um die Hierarchie geht, dass die Prinzen aus Damme, wenn sie später irgendwann mal im Himmel sind, sich streiten, wer zu Rechten und zu Linken Gottes sitzt. Und das hatten ja schon mal Apostel angefragt, wie Jakobus und Johannes. Sie wollten zu Rechten und Linken Gottes sitzen, aber ich vermute, da werde ich demnächst irgendwelche Dammer Karnevalsprinzen seit 1614 sitzen sehen. Deshalb ist gar nicht so sehr die Frage der Hierarchie vom Dammer Pastor, sondern eher, sage ich mal, wie wird später im Himmel mit denen sein. Und wie machen Sie das dann später im Himmel, wenn Sie hochkommen? Jagen Sie die Dammer Prinzen weg? Natürlich werde ich das nicht tun. Ich werde mich natürlich bescheiden und demütig, wie ich bin. Meine Bescheidenheit wird ja nur noch von meiner Demut übertroffen. Schön und schwer in die letzte Reihe setzen und mich dort dann das ganze Schauspiel von hinten anschauen. Das heißt, keine Exkommunikation geplant? Um Gottes Willen, nein. Es ist keine Exkommunikation geplant. Also wegen einer Karnevalsprinzenkür wird niemand hier bei uns in Damme exkommuniziert. Eher das Gegenteil ist der Fall. Er wird in einen Heiligenstatus sozusagen gehoben. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich die ehemaligen Karnevalsprinzen direkt zum Heiligen Vater, zur Heiligsprechung vorschlage. Aber bisher ist mir das noch nicht gelungen und ich habe es noch nicht geschrieben. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch mal irgendwann. Vielleicht würde ja auch erstmal eine Seligsprechung reichen. Ungeachtet dessen gibt es ja bei den ganz gläubigen und guten Schäfchen in St. Viktor durchaus den Vorschlag, der Pastor möge doch Dammer Karnevalsprinz auf ewig werden. Haben Sie Lust dazu? Lust auf den Karnevalsprinzen habe ich grundsätzlich natürlich immer. Ich bin Karnevalist durch und durch und liebe den Karneval. Und als ich damals gefragt wurde, ich weiß noch genau, von Weihbischof Heinrich Timmer-Evers, ich war ja 7 Jahre lang sein Jugendseelsorger am Offizialat in Vechta, und als er mir dann am 11. Mai 2015 offenbarte,
kannst du dir vorstellen, nach Damme zu gehen? Da habe ich sofort zugesagt. Ohne zu zögern habe ich ja gesagt, weil ich wusste, da wird Karneval gefeiert. Und selbstverständlich möchte ich gerne nach Damme hin. Genau, und da bin ich immer noch nach wie vor gerne und feiere hier auch nach wie vor immer sehr, sehr gerne Karneval. Also, wenn im nächsten November, Dezember zwei Kürväter vor dem Pfarrhaus stehen, werden sie dann, hochwürdigster Herr Pfarrer, ähnlich wie Hartwig Große Hackmann sagen, na endlich? Ich glaube, ich würde antworten in meiner ganzen unendlichen Weisheit mit einem Satz Jesu aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit für einen Dammer Prinzen ist allerdings relativ schnell vorbei, weil zu alt darf er nicht sein. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen noch jemand mit vor der Tür steht, wenn Sie 80 sind. Das ist wohl wahr, aber ich glaube tatsächlich, diese Ehre und Würde, so gerne ich es möchte und auch tun würde, dieser Kelch wird an mir vorübergehen, vermute ich. Gut, dann an dieser Stelle leider kein Tipp für die designierten Kürväter der Dammer Karnevalsgesellschaft von 1614. Wobei, darf man denn eigentlich so ein Amt ablehnen? Also, es gibt tatsächlich die Gerüchte, dass es durchaus schon mal welche gab, die gesagt haben, ich möchte es nicht. Aber das ist wirklich auch nur ein Gerücht. Ich glaube, fast jeder, der hier zum Prinzen gekürt wird in Damme, kann sich nichts Schöneres vorstellen. Das ist so ein hohes und ehrwürdiges Amt und so ein schönes Amt. Da freut sich wirklich, glaube ich, jeder Dammer drauf. Zitieren wir mal Franz Müntefering, westliches Westfalen, SPD, der mal sagte, SPD-Vorsitzender ist das zweitschönste Amt nach Papst. In diesem Falle muss ich ihm widersprechen, weil Karnevalsprinz von Damensia ist das zweitschönste Amt nach Papst. Wobei, haben Sie dahingehend vielleicht auch Ambitionen, Herr Zumdome? Ah, nach Rom hin sozusagen. Ja, ja natürlich, ganz klar. Würde ich also nichts lieber wollen, als dieses weiße Kleid tragen und Papst werden. Aber auch da glaube ich ganz bestimmt, dass dieser Kelch an mir vorübergehen wird. Und außerdem sage ich immer ganz deutlich, wozu Papst in Rom sein, wenn man auch in Pfarrer in Damme sein kann. Ich stelle es mir Karneval etwas kompliziert vor, die ganzen Karnevalswagen auf den Petersplatz zu bringen, also von Damme aus auf den Petersplatz zu bringen, um der dann Heiligkeit, wie immer unser geliebter Pfarrer heißen würde, als Papstname zu huldigen. Naja, einfacher wäre es natürlich, mit dem Papamobil durch Damme zu fahren. Die Frage ist, ob Heiner zum Dome dann, wie immer er heißen mag, noch Zeit hat, mit dem Papamobil vom Vatikan bis nach Damme zu fahren. Das soll recht lange dauern. Das könnte man dann herausfinden. Und tatsächlich würde ich natürlich, wenn ich Papst sein sollte, einen Besuch hier in Damme abstatten. Und natürlich würde ich dann hier auch durch die Straßen fahren. Und wahrscheinlich würde ich mich dann genau auf den Weg begeben, wie sich auch der Damme Karnevalszug begibt, um dann sozusagen durch die Menge zu fahren und zu winken und ja, mich huldigen zu lassen in dem Sinne, aber das soll erstmal sollen das weiterhin die Prinzen tun, bevor ich mir da Gedanken drum mache, wer das wird. Ich glaube, es wäre viel, viel einfacher, den Papstsitz direkt nach Damme zu verlegen, was Damme auch gut zu Gesicht stehen würde. Das stimmt. Gut, werden wir mal etwas ernster, obwohl sich das ja für Karneval gar nicht gehört und deswegen ein geschickter Themenwechsel. Kirche und Karneval, Karneval ob mit C oder mit K als ersten Buchstaben, das ist, wie wir alle wissen, eng verbunden. Erklären Sie doch dem immer noch unkundigen Laien den Zusammenhang. Sie haben dazu ein Zehntel Ihrer normalen Predigtlänge, heißt also 42 bis 48 Sekunden. Tut mir leid, das werde ich jetzt schon nicht einhalten können. Das verspreche ich Ihnen hundertprozentig, aber das ist mir auch ganz egal. Ich predige in Damme auch immer so lange, wie ich gerade lustig bin. Und werde hier natürlich mir das auch gar nicht großartig zu Herzen nehmen, was Sie gesagt haben. Also, C und K, also was ich total super finde, ist, glaube ich, dass die Dammer es als einzige verstanden haben im ganzen Bundesgebiet und weit darüber hinaus, weltweit, dass sie den Karneval nach wie vor mit C schreiben. Das finde ich nämlich super, weil nämlich das Wort Karneval kommt ja tatsächlich wahrscheinlich aus dem Mittellateinischen. Und zwar aus diesem Wort setze ich sich zusammen, carne levare. Ja, und diese beiden Wörter sagen eigentlich nichts anderes als Fleisch wegnehmen, Fleisch loslassen. Carne levare, also als Bezeichnung sozusagen für die Fastenzeit und als fleischlose Zeit. Und scherzhaft ist vielleicht auch die Übersetzung von Carne vale, also Fleisch lebe wohl möglich.
Und Carne wird natürlich mit C geschrieben aus dem Lateinischen und daraus hat sich der Dammer Karneval immer noch das C dann vorbehalten und wir schreiben es hier nach wie vor wie C und man merkt eben an diesem Wort noch, dass eben Karneval und Kirche ganz eng miteinander verbunden sind, nämlich der Karneval als die Zeit vor der Fastenzeit und dann kam mit dem Aschermittwoch halt eben dementsprechend die Fastenzeit, die dann auf Ostern vorbereitet. Und von daher sage ich ja ganz deutlich, Damme hat es mal wieder richtig erkannt. Wenn es welche können, dann Damensia. Nicht nur das C in Karneval ist kirchlichen Ursprungs Herzogtum, sondern auch der verfrühte Termin. In Damensia feiert man traditionell eine Woche vor dem eigentlichen Rosenmontag Karneval. Sind Sie Ihrem Vorgänger Anton Merz eigentlich dankbar dafür, dass er sein Schäfchen 1892 ein 14-stündiges Fastengebet vor dem Aschermittwoch auferlegt hat, damit Sie an Aschermittwoch wieder dementsprechend klar im Kopf sind? Ob die Dammer zu Aschermittwoch klar im Kopf sind, obwohl sie eine Woche vorher den Karneval feiern, bin ich mir noch gar nicht so bewusst drüber. Das ist ja nicht so, dass jetzt der Karneval, sag ich mal, automatisch mit dem Gänsemarsch am Dienstag nach unserem Karneval vorbei ist. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass der Pfarrer Anton Merz damals, ich sag es mal so, durch seine Haltung, dass er eben gesagt hat, so Leute, jetzt mit dem Karnevalsfeiern ist das hier endgültig vorbei. Er hatte sich ja da in so einen schwarzen Club, hieß das, hier in Damme zusammengetan mit zwei paar ehrwürdigen Bürgerinnen und Bürgern, die absolute Karnevalsgegner waren. Und in diesen schwarzen Club gehörte eben auch Pfarrer Anton Merz. Und die trafen sich immer in dem Hotel Roberts Hotel, was heute sozusagen das Blechhotel ist. Und diese Bürgerinnen und Bürger, diese Gegner, die haben ja diesem Pfarrer Anton Merz dann auch wirklich jetzt aufgefordert, ey, du musst jetzt auch dieser Bitte des Bischofs langsam aber sicher nachkommen. Wir müssen hier den Karneval jetzt auch verbieten und wir müssen das 40-stündige Gebet einführen. Der Bischof von Münster hatte irgendwann 1850 gesagt, um diesen närrischen Treiben an ein Ende zu setzen, setzen wir jetzt immer an dem Wochenende vor Aschermittwoch ein 40-stündiges Gebet. Das wurde sozusagen ex cathedra, kann man sagen, von Münster eben aus befohlen. Und Pfarrer Anton Merz fühlte sich natürlich auch dementsprechend verpflichtet. Er war von 1873 bis 1906 Pfarrer hier, 33 Jahre, dann habe ich also noch ein paar Jahre vor mir. Und dieser schwarze Club hat dann also gesagt, die sich dort im Blechhotel fanden, so, Kollege, du musst das jetzt hier durchsetzen, das karnevalistische Treiben muss ein Ende haben. Die Karnevalsgesellschaft hat sich natürlich tüchtig dagegen gewehrt und hat gesagt, wir haben hier so eine lange Tradition an Karneval in Damme, das geht so nicht. Und dann haben sie für das Jahr 1892 tatsächlich dann gesagt, okay, für dieses eine Jahr machen wir das jetzt und wir lassen den Karneval zwar nicht ausfallen, aber dir zuliebe werden wir es nicht an diesem Wochenende machen. Man wollte sich ja natürlich mit der katholischen Kirche auch nicht überwerfen. Stattdessen haben sie dann gesagt, wir feiern das eine Woche davor. Und das hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Obwohl die Karnevalsgesellschaft damals 1892 gesagt haben, wir machen das bloß dieses eine Jahr. Und ab nächstes Jahr werden wir das wieder auf dem normalen Karnevalswochenende machen. Also das Wochenende vor Aschermittwoch. Hat sich dann aber nicht durchgesetzt, hatte, glaube ich, auch folgenden Hintergrund, wo man wieder mal sieht, was für eine enge Beziehung Kirche und Karneval haben. Denn der Pfarrer Anton Merz wollte hier in Damme eben den Dammer Dom bauen, hier diesen riesigen Dammer Dom. Und dazu brauchte er eben dementsprechend auch die ganzen Bürgerinnen und Bürger und die mussten alle hinter ihm stehen. Und man traute sich dann nicht gegen diese Domäne katholische Kirche und mit diesem riesigen Kirchbau im Hintergrund dagegen zu opponieren. Und wie es auch immer ist, dadurch hat der Karneval jetzt die Tradition bekommen, dass wir eben eine Woche vor dem närrischen Treiben in allen anderen Regionen Deutschlands den Karneval feiern. In dem Sinne können alle Dammerinnen und Dammer, finde ich, ihm dankbar sein, weil wir ein Alleinstellungsmerkmal weltweit haben. Wir feiern sozusagen eine Woche vor allen anderen unseren Karneval. Deswegen könnte Herr Merz nachträglich eigentlich auch noch zum Ehrennarren ernannt werden. So viel Gutes wir, obwohl er es gar nicht wollte, dem Dammer Karneval getan. Ich kann das ja mal vorschlagen, der Dammer Karnevalsgesellschaft. Ich würde den Orden auch für ihn stellvertretend in Empfang nehmen. Vielleicht täte es erst auch mal eine Seligsprechung. Ja, genau. Bevor dann die Heiligsprechung kommt. Sie selber, Herr Zumdome, gelten ja, wir haben es auch schon gemerkt, als ausgesprochener Karnevalsmuffel.
würden ja nie irgendwo auftreten. Nein, um Lachen ist ihnen ja völlig fremd. Ja. Also bevor das jetzt einer falsch versteht, Späßchen. Klar. Ganz im Gegenteil. Sie dürften einer der Narretei wohl am wohlgesonnensten Pfarrer in Damme und eigentlich weltweit gewesen sein und sein. Schenken Sie uns doch einfach mal einen Einblick in Ihre närrische Vita, die ja eben nicht im Jahr 2015 begann, als der närrische Geist über Sie fiel, sondern der war ja schon viel eher bei Ihnen. Wie viel Zeit haben wir für diese Sendung? Kurzfassung, bitte. Also wieder eine etwas verkürzte Predigt dann sozusagen. Tatsächlich begann der Karneval für mich in meinem Leben mit dem Karneval in Lastrup. Jetzt werden die Dammer lachen, denn der Karneval in Lastrup ist für die Dammer sowas Ähnliches wie der Karneval in Förden. Also nicht existent, kann man im Prinzip sagen. Meine karnevalistische Karriere begann eben im Karneval in Lastrup, der entstanden ist aus der Kolping-Familie in Lastrup, wie in vielen anderen Karnevalshochburgen ja auch, aus einem kirchlichen Verband ja auch. Dann war das Jahr 1989 und mein kleines Dorf Suhle, aus dem ich gebürtig kam, feierte sein 1100-jähriges Bestehen. Und plötzlich standen dann eben die Kürväter im Vorfeld dieses Jubiläums bei mir abends dann vor der Tür und dann überreichten sie mir die Mütze, beziehungsweise wir hatten ja eine Kneipe vorne bei uns in Suhle. Ich komme also aus einer Kneipe, vielleicht auch daher das karnevalistische Gehen. Und dann saßen diese beiden Kürväter dort und legten dann plötzlich diese Mütze auf den Tresen. Und dann holte meine Mama und mein Papa mich in die Gastwirtschaft, da durfte ich ja nicht einfach immer so schnell rein, und sagten sie, guck mal hier, du sollst Kinderkarnevalsprinz in Lastrup werden. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt und habe mir diese blaue Mütze aufgesetzt. Wir hatten also eine blaue Mütze als Kinderprinzen dort und so einen blauen Umhang. Ja, und das war einfach eine tolle Session dort. Ja, und dann war ich Karnevalsprinz. Und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht irgendwie. Und 2-3 Jahre später, ich war so 16, 17 war ich, da fragte mich plötzlich unser damaliger Präsident in Lastrup, ey, sag mal, kannst du dir auch vorstellen, bei uns im Elverrat mitzuarbeiten? Wir brauchen auch noch mal wieder junge Leute dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir wohl wirklich gut vorstellen. Und dann bin ich dort in Elverrat gekommen. Und da war ich zunächst einmal als Nesthäkchen Mundschenk. Da musste ich also die Elverräte bedienen. Wir hatten noch einen richtigen Mundschenk. Das habe ich dann irgendwie 2-3 Jahre gemacht. Und dann wurde ich Zeremonienmeister dementsprechend und habe das bestimmt noch, ja, so während meines Studiums in Münster immer noch wieder mitgemacht. Ich habe mir also während meiner ganzen Studienzeit auch immer, wenn es irgendwie geht, das Wochenende freigenommen zum Karneval in Lastrup. Und dann irgendwann musste ich eben aufhören, weil ich zum Studium ins Ausland ging und in Rom war und konnte nicht mehr Karneval mitfeiern. Das war ganz, ganz schade. Und dann war kurz vor meiner Priesterweihe, kam plötzlich der Präsident unseres Karnevalsvereins in Lastrup zu mir und sagte, Heiner, nach deiner Priesterweihe möchten wir ganz gerne, wir möchten auch zu deiner Priesterweihe kommen. Und im Rahmen deiner Priesterweihe am Ende beim Empfang draußen vor dem Pfarrheim und rund um die Kirche, war ein Riesenfest, hat man mir dann das Ehrensenatorenamt angeboten. Und ich wurde also Ehrensenator im Lastrupper Karnevalsverein. Das bin ich bis heute. Und wenn es irgendwie geht, fahre ich auch noch nach Lastrup zum Karneval hin. Das letzte Mal zum 50-jährigen Jubiläum vor 3 Jahren. Da bin ich sogar noch in der Bütt gewesen. Da habe ich sogar noch eine Büttenrede gehalten. Also von daher habe ich eine lange karnevalistische Tradition und ja, es macht mir einfach Spaß. Und deshalb habe ich auch schnell Ja gesagt, damals beim Bischof, gesagt, willst du nach Damme? Selbstverständlich, weil ich dann ja auch mal endlich den richtigen Karneval kennenlernen wollte, wie man das vernünftig feiert und mit einer gewaltigen Tradition und unübertroffen in der ganzen Welt. Und dementsprechend habe ich sofort Ja gesagt, Pastor in Damme, es gibt nichts Schöneres. Und auch wenn jetzt die Dammer-Närrinnen und Narren wahrscheinlich nur schmunzeln, wenn sie Karneval in Lastrup hören, wie unterscheidet sich denn das närrische Treiben in Lastrup von dem in Damensia? Also schlicht und ergreifend dadurch natürlich erstmal, dass Damensia einfach riesig ist und riesig groß ist und dass einfach wir hier in Damme eine unendliche Tradition an Karneval haben. Also 1614 und das ist einfach, das spürt man hier eigentlich in dieser Region, nicht bloß auf Damme bezogen, sondern auch in den umliegenden Dörfern,
Osterfein, Rüschendorf, Neunkirchen und so weiter. Das zieht die Leute in den Bann. Die stecken einfach da seit Kinderschuhen drin und haben einfach eine hohe, hohe Identität mit diesem wirklich wunderschönen Fest. Und da mal, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und in Lastrup war eben dieser Karneval aus der Kolping-Familie entstanden, erst 1969. Also wir haben da ja erst eine knappe 50-jährige Tradition. Und das ist einfach in vielen Köpfen gar nicht so drin, sondern das sind eher so Vereinzelte, die versuchen, andere mitzureißen. Hier wirst du im Kindergarten damit aufgezogen. Ja? In Damme sozusagen geht man, die Kinder im Kindergarten lernen das Prinzenlied. Ich freue mich jetzt schon wieder auf den Karneval im Kindergarten. Dann kommen die hier alle, meine ganzen Kindergärten, die ziehen in einem Umzug um die Kirche, kommen hier am Pfarrhaus vorbei. Und dann schmeiß ich Bonbons in die Kindermenge und sie singen das Prinzenlied und das Wir, das alte Volk von Damme. Also das hat einfach hier, du wirst einfach mitgerissen, du wirst reingeboren. Das hat einfach, ja, Identität. Was sind denn für Sie dann besondere Erinnerungen an den Karneval in Damensia? Also für mich eine der schönsten Erinnerungen an den Karneval in Damme war mein erstes Karnevalsfest bei der Kinderprinzenproklamation. Und ich hatte bis dato ja noch gar keine großartige Vorstellung, wie das hier alles läuft. Und dann wurde der Kinderprinz gekürt und dann hatten mich die Kürväter, damals André von der Heide und Bernd Kramer, nach oben geholt. Und dann stand ich auf dieser Bühne vor unserem wunderschönen Kirchplatz. Und vor dieser Fassade des Dammer Doms, dieser wunderschönen romanischen Front dort. Und dann schaute ich da so in diese Menge rein und da dachte ich, wow, das ist echt ein Wahnsinn. Da standen wirklich über 1000 Menschen auf unserem Kirchplatz und huldigten diesem Kinderprinzen und waren am Singen und am Schunkeln und am Feiern. Und das war einfach eine grandiose Atmosphäre. Und das ist für mich so, das war mein eine erste Begegnung mit dem Karneval in Damme, wo ich sagen würde, wow, die bleibt dir ewig in Erinnerung. Dann natürlich, was ich total gerne am Dammer Karneval auch, was für mich eines der ganz wichtigen Ereignisse war, ich durfte bei meinem ersten Jahr, hat mich der Prinz Karneval mit auf seinen Wagen genommen und ich durfte plötzlich ein Stück des Umzugsweges auf dem Prinzenwagen mitfahren. Ich dachte, mein Gott nochmal, also das ist ja wirklich, also fantastisch war das, ja. Und natürlich, was ich persönlich dann eben auch aus meiner karnevalistischen Zeit als Lastrup eben versucht habe, hier auch nochmal. Kirche und Karneval haben natürlich eine ganz, ganz enge Verbindung. Ich habe nochmal versucht, den Dammer Karneval auch wirklich in den Gottesdiensten zu etablieren. Und habe dann in meinem ersten Jahr alle Elverräte angeschrieben, die es hier gibt. Sowohl von der Karnevalsgesellschaft von 1614 als auch dem DCC, den Dammer Karnevalsclub, dann den CNN Karneval Club Neunkirchener Narren, den Frauenkarneval in Osterfeine und die habe ich alle angeschrieben, habe dann gesagt, so liebe Leute, ich möchte hier einen großen Karnevalsgottesdienst feiern und wie wäre es denn, wenn ihr mit euren Elverräten, mit dem Narrenblech, mit den Prinzen, die ihr habt, mit in die Kirche einzieht. Vorher war das immer ein Familiengottesdienst, der Kinderprinz ist eingezogen mit und hat den Gottesdienst auch gestaltet. Und ich habe gesagt, nee, das will ich jetzt groß haben, da müssen alle mitkommen. Und dann haben die erst, was hat der jetzt vor, spinnt der jetzt, ist der total bekloppt, was soll der ganze Mist? Aber es kamen schon, die ersten Elverräte sind auch mit eingezogen, alle Prinzen nicht, weil da noch immer noch Parallelprogramm war. Ich weiß, dass zum Beispiel der große Prinz nicht mit einziehen konnte, weil er noch gleichzeitig im Haus Maria Rast war. Bei den Senioren, da gab es noch eine Parallelveranstaltung, da wollte er natürlich auch nicht absagen. Aber es war schon, die Kirche war brechend voll, plötzlich beim ersten Mal aus Neugier heraus. Gucken, was das jetzt wohl hier wird. Und der Gottesdienst ist so eingeschlagen wie eine Bombe, dass wir es dann jetzt mittlerweile zur Tradition gemacht haben, diesen Gottesdienst auch feiern. Mittlerweile muss ich allerdings auch sagen, feiere ich ihn gar nicht mehr selber. Ja, Moment. Da muss ich aber jetzt mal einfach. Weil sie trauen sich offensichtlich nicht mehr. Und deswegen fliegen sie immer noch unseren ehemaligen St. Victor-Kaplan Christoph, viel besser als Jimi Hendrix bekannt, ein. Genau. Sie sollten vielleicht bei ihm noch mal in die Lehre gehen, um einen närrischen Gottesdienst zelebrieren zu können. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte dann Glück in meinem zweiten Jahr, als ich dann hier war und bekam ich tatsächlich nochmal wieder einen Kaplan und dieser Kaplan war gebürtig vom Niederrhein
und hieß Christoph Henrichs, heißt auch heute noch Christoph Henrichs, wurde hier aber im Volksmund ganz schnell Jimmy genannt. Und der war und ist Karnevalist durch und durch und lebt den Karneval, wie ich glaube ich ganz wenige Menschen kenne, die ihn so leben. Und der hat mich dann, als er hier im ersten Jahr war, gefragt, Heiner, darf ich wohl diesen Gottesdienst feiern? Und da ich selber Karnevalist bin, war es natürlich ganz schön schwer für mich zu sagen, ja, den darfst du dann feiern. Aber da sehen Sie mal, wie bescheiden und demütig ich bin und habe ihm natürlich dann dementsprechend den Vortritt gelassen. Und dann in diesem zweiten Jahr war es dann ja mittlerweile so, dass auch dann die Prinzen mit eingezogen sind und das Narrenblech und die Elverräte und allen drum und dran, Kinderprinzen. Und das wurde so ein grandioser Gottesdienst und Christoph Henrichs lebt diesen Karneval und hat dann auch in den Folgejahren einfach diesen Gottesdienst immer gefeiert und gebe ihm den auch gerne ab. Und ich habe sogar darüber hinaus, über seine Karnevals- bzw. über seine Kaplanzeit hinaus, schreibe ich ihm immer noch jedes Jahr jetzt an, sag mal, willst du wiederkommen für das Karnevalsfest in Damme und diesen Gottesdienst feiern? Und er sagt natürlich nicht ab, weil der Karneval eben eine Woche vor dem normalen Karneval liegt. Und dementsprechend, ja, freue ich mich, dass wir hier so einen karnevalistischen Priester bei uns in Damme großgezogen haben. Und dafür gebe ich das natürlich auch gerne, gerne ab. Also so viel ich gehört habe, hat der liebe Jimmy die nächsten 111 Dammer Karnevalsgottesdienste schon ganz fest in seinem Kalender verbucht. Ich vermute eher, er wird sie eingebucht haben bis zur Parousie Jesu Christi, also zur Wiederkunft Jesu Christi. Das wäre auch in Ordnung. Machen wir noch eine Abschlussfrage, weil auch Podcast-Zeiten sind begrenzt. Kann auch nicht. Sind wir schon durch? Nur ungefähr. Wir nähern uns 3x11 Minuten. Gut. Also noch ein Blick in die unmittelbare närrische Zukunft in Damensia. Wir alle wissen, am 4. und am 5. Februar beginnen jeweils um 12.33 Uhr die schönsten Karnevalsumzüge nicht nur in Nordwestdeutschland, sondern im ganzen Weltall. Richtig. Mit oder ohne Heiner zum Dome als aktiven Teilnehmer. Mit Heiner zum Dome, selbstverständlich mit Heiner zum Dome. Und ich gehe seit dem Beginn meiner Dienstzeit hier in Damme natürlich mit auf den Karnevalsumzügen und in den Karnevalsumzügen. Und ich habe ja auch eine feste Truppe, die ich ganz herzlich grüße, das zauberhafte Doppeldutzen. Bei denen laufe ich jedes Jahr mit und die sind so gnädig und nehmen mich dann auch auf in ihre bescheidene Mitte. Und wir haben einen Wagen auch dabei und wir kommen dann irgendwie immer so zusammen zum Karnevalswagen bauen. Da bin ich allerdings ehrlicherweise sehr, sehr selten, weil ich einfach terminlich immer leider Gottes eingebunden bin. Aber wie gesagt, die nehmen mich gnädigerweise eben auch trotzdem mit. Aber Weihwasser haben sie doch bestimmt dabei, um jederzeit ein wenig sprenkeln zu können und den Beelzebub unter den Narren zu vertreiben. Also, Herr Lammer, machen Sie sich keine Gedanken. Die Dammer, Närrinnen und Narren brauchen überhaupt kein Weihwasser. Die sind so lieb und so brav, auch während der Karnevalsumzüge, dass ich hier überhaupt keinen in irgendeiner Weise zum Zischen bringen muss. Ja, aber es sollen sich ja auch Besucher aus Hunteburg oder noch schlimmer aus dem Landkreis Diepholz einfinden. Tatsächlich? Habe ich mal gehört. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die hier ganz herkommen. Ich empfehle Weihwasser, um das rauszufinden. Normalerweise ist es so, wenn die mein Gewand berühren aus Diepholz und Hunteburg, merke ich das sofort. Aber das hat bis jetzt noch keiner getan. Die konvertieren sofort. Ja. Ja, das werden wir dann ja spätestens am 4. und 5. Februar herausfinden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Herr zum Dome. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich habe mich sehr gefreut. Klaus-Peter, auch dir ein Danke und ein dreifaches Helau. Kaschen, es war mir wie immer ein Vergnügen. Helau. Und das war's auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Ich bedanke mich noch fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Duzart. Macht's gut.